Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich euch, wie man aus Naturmaterialien mit Basis einem Strohrömer einen wunderschönen Herbstkranz wickelt mit Efeu, Ranken, Erika, Maiskolben, vieles mehr. Die Details folgen gleich. Für einen wunderschönen Herbstkranz habe ich tolle Materialien gesammelt. Den Maiskolben hast du ja gerade schon gesehen. Ich habe einen etwas den kleinsten, würde ich dann gleich dafür auswählen. Warum? Folgt: Ein Strohrömer natürlich als Basis. Es ist immer gut, einen Kranzkörper zu haben als Basis, weil wenn man das selber machen muss, wickeln muss, ist immer ein bisschen schwieriger. Geht auch, habe ich auch schon mit den Birkenkränzen gemacht und zeige ich, aber es erleichtert das Leben deutlich. Dann habe ich hier so schöne Sachen wie Moos mitgebracht, ein bisschen Erika, die Physalis-Früchte. Halten sich auch sehr schön. Man kann auch ein Äpfelchen dazu noch nehmen. Dann habe ich Sedum, also fette Henne. Das ist aber das gefärbte Sedum. Sieht man hier auch, das ist getaucht. Hält wunderbar auch ohne Wasser. Und das kann man in den Kranz schön kleben. Dann gibt es tolle Efeuranken, die man ja immer in der Natur mal sammeln kann, die viele in den Grünmüll werfen. Und ich habe jetzt von dem Event, da hatte ich Chinaschilf in der Deko drin. Und habe auch gedacht, was mache ich denn damit? Und bevor ich das jetzt wegtue, habe ich beschlossen, ich wickel meinen Kranz mal mit Chinaschilf, weil man muss ja irgendwas machen, dass dieser Strohrömer verschwindet. Den möchte ich ja nicht sehen. Chinaschilf hat ein bisschen scharfe Kanten und ich habe jetzt keine Lust, mir die Hände aufzuschneiden. Deswegen habe ich einfach mal ein paar Handschuhe schon hingelegt. Und ich möchte diesen Chinaschilf um den Strohrömer wickeln. Und dazu verteile ich den schon mal so ein bisschen, bewaffne mich gleich mit dem Draht und, Moment, genau, suche erstmal den Anfang, doch, hier ist er. Natürlich mit Handschuhen immer so ein so grenzwertig, man hat nicht so viel Gefühl wie ohne, das ist schon klar, aber manchmal müssen auch Handschuhe sein, um die Hände zu schonen. Und ich habe mir gerade schon an so einer schönen Chinaschilfkante die Fingerbeine aufgeschnitten. Das ist echt blöd. So, genau. Anfang suchen war ein gutes Stichwort, aber ich wickel jetzt einfach weiter und versuche immer ein bisschen den Chinaschilf auf dem Kranzkörper zu verteilen. Kann auch wieder ein bisschen neuen anlegen. Den nehme ich hier innen rein. Wenn dann ein paar Lücken sind, ist es nicht schlimm. Ich wickel nachher auch noch ein bisschen Moos drauf und Efeuranken. Das wird man eh nicht mehr sehen. Also wenn hier sowas durchblinzelt, da würde ich mich gar nicht so dran stören. Im Gegenteil, das ist ja auch Natur, das Stroh. So ist es ja nicht. Und es ist Herbstzeit, es ist Erntezeit. Auch Stroh gehört zum Thema Ernte. Die Bauern ernten das jetzt. Also es passt eigentlich total in die Jahreszeit rein. Ich würde die Enden von dem Chinaschilf innen anlegen. Weil wenn man die außen anlegt, dann stehen die so nach außen ab. Und wenn man sie innen anlegt und nach außen führt, tut man sich einfach leichter und kann die dann schön mit verarbeiten. Ist immer ganz gut, wenn man das nicht in der im Zeitraffer zeigt. Dann wird schon gesagt von manchen, ich soll das doch langsam zeigen, weil ich versuche auch ein bisschen den Chinaschilf hier auf dem über dem Kranzkörper zu verteilen und dann sieht man ja auch so ein bisschen, wie man dann arbeiten muss. Oft sieht es so leicht aus. Ich bin dann auf Seminar gegangen und wenn die das vorgemacht hat auf Seminar, sah das so super easy aus und dann habe ich versucht, auf den Seminaren die Sachen selber nachzumachen und dann gab es eben doch zahlreiche Fragen und ich glaube, viele fragen dann auch noch nach, deswegen blende ich jetzt nicht so im Zeitraffer drüber, sondern wickel den auch mal und dann sieht man auch, wie das so entsteht, das Ganze. Weil irgendwann kommt jetzt auch der Punkt, da kommen hier wieder unsere Enten mit den neuen Gräsern. Und wickel ich einfach zusammen. Ich versuche auch immer wieder, die Gräser so ein bisschen zu verteilen. Ja, es kann auch mal sein, dass hier eine Lücke ist. Das macht nichts, aber ich muss die schon immer wieder ein bisschen verteilen. Das machen die nicht von selbst, sondern... So, nehme die Enden, die jetzt hier natürlich kommen von der anderen Seite, versuche die nach unten zu legen,
um dann die frischeren Spitzen drüber zu legen. So, fast haben wir die Überkreuzung jetzt schon geschafft. Und schon ist dieser schöne China-Schilf cool. Also eigentlich mit einem weißen Band könnte man den jetzt eigentlich auch schon so fast so hinhängen. Ich fände es gar nicht so schlecht. Aber wir wollen jetzt einen Herbstkranz machen. Weil, also dieser China-Schilf, wenn man den dann so, kann man auch ein bisschen wachsen. Und das mit einem weißen Band gewachst, wäre auch eine total schöne Idee. Also man sieht, in der Floristik gibt es unheimlich viele Ideen und Weiterentwicklungen von den Arbeiten, die man so macht. Und auch in den Workshops sehe ich von Dingen, die ich anleite, so viele Abweichungen und so viele tolle Variationen und Ideen. Das ist echt genial. So, jetzt ziehe ich auch meine Handschuhe wieder aus, weil mit denen hat man einfach nicht so viel Gefühl wie ohne. Die Finger sind doch durch nichts zu ersetzen. So, damit er jetzt ein bisschen Leben und Volumen bekommt, gebe ich dem Kranz jetzt auch noch mal ein paar Efeuranken. Das finde ich jetzt auch ganz. Und dann hat er eine schöne Struktur. Wobei, wie gesagt, ich zeige es noch mal. Ich finde es auch so schon sehr dekorativ. Aber wir wollen ja einen Herbstkranz. Dazu gehe ich jetzt her und wickel in lockeren Bewegungen. Es muss gar nicht so furchtbar fest sein. Wickel den Efeu drüber und ich hätte auch gern so ein bisschen Leben und Struktur. Ich nehme ein bisschen Euphorbia spinosa, was ich hier mal dazu reinlege. Da hole ich mir gleich noch ein bisschen was. Moment. Ich nehme da nicht so ein dickes Büschel, da kann man auch ein paar schöne feine Zweige nehmen, sondern ich nehme da immer nur so ein bisschen Hauch, den ich einfach mal mitlaufen lasse. Ja, es kann auch mal die Efeuranke nach innen, das Spinosa nach außen. Also das lebt immer alles so von dieser Abwechslung. Und das ist eine gewisse, ja, ich nenne es mal Anordnungsharmonie, die man so gestalten kann. Ich denke, wenn man so ein paar Kränze wickelt, dann bekommt man auch so ein Feeling dafür, wie man was anlegen und gestalten kann. So, mittlerweile sieht man von unserem Strohrömer eigentlich nichts mehr. Ich kann auch mal ein bisschen Moos nehmen und mit reinarbeiten, weil ich möchte ja auch ein bisschen was kleben. Und da würde ich gerne auf das Moos kleben. So, mal gucken ein bisschen, wo ich da arbeite dann damit. Hier habe ich jetzt was innen mit Moos gemacht. Hier gehe ich dann ein bisschen außen mal dagegen. Und ich kann es ja immer so ein bisschen erstmal anordnen und mir die Plätze aussuchen. Weil auf das Moos kann ich sehr, sehr, sehr gut wiederum dann meine Deko-Elemente kleben, die ich gerne in den Kranz natürlich auch reingearbeitet hätte, weil ich möchte ja schon einen Herbstkranz draus machen. Ne? Das ist nämlich das Ziel. Und eine Efeuranke nehme ich noch, beziehungsweise, oh, genau, klack, auch das passiert, dass die Efeuranke mal nicht so ganz mitspielt, wie ich das gern hätte. Die lege ich hier mal so rein. Und dann haben wir auch sehr, sehr schön die Mitte gefüllt. So, jetzt habe ich viel da drauf gelegt. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen fixieren. Also ich sehe natürlich im Gesamten die Anordnung. Und dann kann ich hinterher ein bisschen wickeln. Ich habe hier einen grünen Myrtendraht. Ist auch zu bestellen als Basteldraht. Zeige ich im Bestelllink. Drähte braucht man immer. Ich hätte früher nie gedacht, dass so viel Drähte in der Floristik verwendet werden. Aber wir brauchen einfach Draht, um die Materialien zu fixieren. Ja, es ist nicht alles nur gebunden oder aneinander gelegt, sondern wir brauchen schon ein bisschen die Materialien, dass diese Gestaltung natürlich auch so zusammenhält,
wie wir das gern hätten. Ja, witzig, ich habe eigentlich noch nie einen Herbstkranz mit China-Schilf gewickelt. Habe im Frühjahr auch viele Osterarbeiten damit gezeigt. Kann ich dir mal die Infokarten dazu einblenden. Also auch da habe ich den unglaublich oft verwendet. Und also wer jetzt nur einen Naturkranz möchte, da ist das jetzt schon eine sehr, sehr schöne Kranzbasis. So, ich schneide das mal mit meiner Drahtschere wieder ab. Und ich zeige dir den jetzt erstmal. Also das ist jetzt schon, ich finde, ein ganz toller Kranz. Wirklich nur aus Naturmaterialien. Toll. Ja, aber jetzt machen wir ein bisschen Farbe dazu. Und damit es auch gut dazu passt, können wir den... So. Ich gehe jetzt mal her bei dem Maiskolben. Habe den so geöffnet. Und gehe um diesen Maiskolbenstrunk mit einem Draht, den ich miteinander verdrehe, weil ich muss ja diesen Maiskolben irgendwie auf dem Kranz fixieren. Ich würde jetzt die Blätter einfach mal abschneiden, gucken mal, ob wir da nachher noch was verwenden können oder wollen dazu und suche mir einen schönen Platz für diesen Maiskolben, wo ich den dann platzieren kann. Und ich würde ihn gerne ein bisschen weiter unten. Moment, genau, einmal abgerutscht. So. Und ich würde den Maiskolben im Kranz unten platzieren, weil Dinge, die so etwas größer sind und etwas schwerer, die lege ich so im Kranz unten hin. Das ist wie in der Natur, da fällt der Apfel auch auf den Boden und bleibt natürlich nicht oben. Das heißt, wenn ich den Kranz dann aufhänge, dann muss der Maiskolben auch unten sein. Ja, das ist eigentlich immer so eine gewisse Logik. Ich finde, das passt dann zu der Anordnung. Dann finde ich es auch natürlich ganz schön, wenn dann so Äpfelchen, um diese Äpfelchen zu kleben. Also die Äpfelchen, sie haben so ein bisschen eine glatte Oberfläche. Da brauche ich ein bisschen Halt. Den bekomme ich, indem ich zuerst Moos klebe und den Apfel, ich nehme am liebsten hier die Längsseite, und den Apfel klebe ich dann auf das Moos und drücke den auch ruhig schön fest an, dass der sich richtig gut reinklebt. Können jetzt hier so ein kleines Apfelkörbchen machen. Ich würde noch etwas Erika abschneiden, dass wir hier unten so eine kleine, ja, so ein bisschen ein kleines Obstkörbchen, so eine kleine Fruchtharmonie bekommen. Wenn du mit Heißkleber klebst, das macht immer einen Faden, deswegen versuche ich immer diesen Faden wieder wegzufächeln. Und wenn man den Heißkleber andrückt, dann nehme ich lieber ein Messerchen, statt dass ich meine Finger nehme, weil die sind nämlich zu schade zum Verbrennen. Das ist nicht so toll. Und es geht auch ratzfatz, dass man sich die Finger so schön verbrennt. Eine ungerade Stückzahl ist immer schöner als eine gerade. Das heißt, ich klebe jetzt hier mal drei Äpfelchen hin und dann kann ich noch über den Kranzkörper ein paar Physalis suchen. Ich hätte aber gern kleinere. Nicht so groß, weil so viel Platz habe ich gar nicht. So, ein paar kleinere Äpfelchen. Ich muss immer erstmal einen Platz suchen. Das ist immer gut, wenn man das im Video jetzt so sieht. Erstmal einen Platz dazu suchen und dann den Heißkleber drauf, weil wenn der Heißkleber mal drauf ist und du musst den Platz suchen, dann ist das ziemlich doof. Weil dann findest du den nämlich gar nicht so schnell. Und möglicherweise läuft dir während dem Suchen dann der Heißkleber über die Finger. Das Sedum, das würde ich auch gern für die Farbwirkung, das schneide ich ziemlich kurz ab, behalte es genau so in der Hand, dass die Stiele hier so zusammenbleiben. Und dann mache ich ganz genau auf die Stiele nur den Heißkleber und kann das dadurch einfach so draufkleben. Auch das erfordert so ein bisschen Übung. Das hält wunderbar ohne Wasser und muss aber ziemlich kurz abgeschnitten sein. Und das ist halt ein so ein Griff, den man da hat, dass das zusammen bleibt. Sobald sich die Stiele auseinanderfächern, darfst du die Stiele alle einzeln in die Hand nehmen und musst sie dann wieder neu anordnen. Es lohnt sich also, sich die Zeit zu nehmen, das Ganze gut in die Hand zu nehmen.
Und ja, entsprechend auf alle Stiele zusammen, die man kleben möchte, gleich den Heißkleber aufzubringen. Aber gut. Ja, ich würde jetzt noch ein bisschen, ein paar Physalis würde ich auch noch mal dazu kleben. Ach, schön. Das ist also da unten so wie so ein Obstkörbchen, finde ich, ist das. Ich finde es herrlich. Das gefällt mir total gut. Bei den Physalis gibt es natürlich auch kleinere und größere. Ich suche hier extra ein paar kleinere aus, weil das sieht einfach schöner aus für den Kranz. Die größeren, die würde ich dann in Blumensträuße oder einfach für größere Arbeiten verwenden. Die kleineren, die sind so ein bisschen schöner, weil sonst ist das so ein. Die schmiegen sich einfach hübscher an diesen Kranzkörper an. Und da muss man ein bisschen gucken, dass es einfach schön passt. Der Heißkleber, da gibt es immer so Heißklebestifte. Ja, ich habe die hier jetzt in so einem Glas. Und wenn der dann alle ist, steckt man einfach hinten wieder was rein. Hier ist der, ja, es ist quasi zum Gas geben. Und dann wird der Heißkleber hier so aufgetragen. Wenn am Schluss hier so Fäden wie bei Spinnweben noch da sind, dann zupft man die ab, weil das sind nämlich dann die Heißklebefäden. Ja, und ein bisschen Erika können wir eigentlich auch noch nehmen. Und dem Ganzen nochmal den finalen Schliff zu geben. So, schön aufpassen auf die Finger, wie immer. Ja, da nehme ich jetzt wieder das Messerchen. Da habe ich schon gemerkt, dass der Heißkleber gefährlich wird. Und ich suche natürlich auch immer, wenn ich den jetzt angucke, finde ich, dass auf der Seite ruhig noch ein bisschen was ran kann. Und dann ist eigentlich meines Erachtens genug drauf auf diesem Kranz. Und ich habe versucht, von der Farbharmonie jetzt in alles in Gelb, Orange, ein bisschen Rot, ein bisschen Natur. Das ist jetzt zwar ein kräftiges Pink oder helles Rot mit dem Sedum, aber alles eben so in diesen wärmeren Farben zu machen. Ja, das ist mein Herbstkranz. Mit Chinaschilf, Moos, Efeuranken, Physalis, Maiskolben. Schönes passendes Band dazu suchen oder auf den Tisch stellen, eine hübsche Kerze rein. Möglichst im Glas zum Thema Brandschutz. Das ist zu empfehlen. Ich freue mich, dass du in meinem Video heute wieder dabei warst. Und bleib dran, empfehle mich weiter. Gerne Anregungen, Kommentare. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Margit.